Hallihallo liebe Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin der Franke und wir sind im Wildbachtal unterwegs. Ich bin dabei, hier gerade die Wiese zu schwadern, also einer Wiesen, frisch gekauften hier. Und da werde ich jetzt gleich mit dem Ladewagen drüber bügeln. Aber vorher, damit es ein bisschen zackiger geht, habe ich gedacht, schmeiße ich den Schwader an. Und so, wo will ich denn jetzt überhaupt hin? Das weiß ich selbst noch nicht so ganz genau, aber irgendwo dahin. Schau mal, dann haben wir hier eine Bahn. Sehr gut. Dann haben wir hier drin irgendwie noch so ein kleines Dreieck. Das müssen wir auch noch irgendwie zusammenschwadern. So, jetzt müsste eigentlich einigermaßen passen. Jo. So, dann klappe ich gleich mal wieder meinen Schwader zusammen. Das letzte Mal haben wir ja schon gelernt, dass es Schwierigkeiten gibt mit meinem überdimensionalen großen Schwader, hier die kleinen Straßen entlang zu hangeln. Eine Wiese haben wir noch, die vom Metzger unten. Und dann werden wir das Ganze gleich heimbringen ins Silo rein. So ist der Plan. Mal gucken, an, da steht der Mais. Und haben wir schon angesät. Das ist, ja, da liegt noch ein bisschen Heu, ne? Aber by the way, ne, ich muss diese Frage jetzt stellen, ne? Warum liegt der Strom? Wenn ihr nicht wisst, was es damit auf sich hat, ich kann euch nur empfehlen, schaltet bei den Nachbarsbauern mit ein. Da haben wir sehr viel Spaß. Und andere Dinge. So, hier die Buckelpiste schnell runter. Explore. Ich glaube, das gibt einiges an Silage. Und na gut, dann kann ich wenigstens beruhigt sein, dass ich, dass meine Tiere nicht am Heutod sterben oder am Heu verhungern, weil die Ausbringung dieses Jahr, das war ja echt ein bisschen mager. Ich meine, zum Glück hat's gereicht, das ist, war, hat wirklich gerade so gereicht. Aber damit machst du halt Gewinn, kannst du knicken, ne? Oder dass wir hier Heu im Überfluss haben und sagen, ja, ich dieses Jahr muss ich mal kein Heu machen, ich hab noch das ganze Lager voll. Ja. So. Also klappen wir wieder aus die Hütte. Achso. Ich fahre wieder zweimal am... Achso. Ja, ich fahre jetzt erstmal zweimal am Rand entlang, um den ganzen Füllefanz da... Es müsste eigentlich echt Sinn machen, wenn ich es andersrum mache. Aber ich weiß halt nicht, wo ich dann anpacken soll, ne? Aber ich probiere das jetzt mal. Ich mache jetzt hier mal aus. Sag jetzt einfach mal... Ach, da ist vielleicht ein bisschen niedrig. Ach so.
So. Und das Unkraut wächst auch schon wieder sehr gut. Na Gott sei Dank. War das mit Mähen fertig, aber das Unkraut ist schon wieder da. So, das war jetzt. Ja. Ja, ich glaube, das ist ganz gut so. Das muss ich mir ein bisschen einprägen, dass ich das immer so mache, ne? Ein bisschen erst die Bahne machen und dann ausnehmen. Weil dann kannst du nämlich viel, viel schöner da die Abschlüsse machen zu Wänden und so. So, jetzt müssen wir mal in die gegengesetzte Richtung fahren, würde ich sagen. Nicht in die Runde. Quack, 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 quack. Nein, ich habe es schon wieder geschafft. Was war das denn? So. Ich habe das Unkraut nicht weggeschwadert, Schweinerei. Also das hätte ich jetzt schon gedacht, dass ich es wegschwadern kann. So, uiuiuiui, mit Schwung hoch. Oh, oh. So. Und the next one. Ach ja. Machen wir das zur einer Bahn? Das sind aber dann viele Bahnen, ne? Das ist fast ein bisschen... Passt ein bisschen arg. Schauen wir mal, was passiert. Ich glaube, es bleibt eine Bahn in der Mitte übrig und dann muss ich es halt fahren, dass ich es nicht zusammenlege. Ja, obwohl, das könnten sogar zwei Bahnen sein.
Ja, aber dann passt ja, dann geht's ja ganz genau auf. So, würde ich sagen, fahren wir gleich mal entgegengesetzt. Okay, so. So, und dann fahren wir jetzt einfach den Rounded Score. Muss nur schauen, dass ich dann die letzte Runde so quasi jetzt fahre. Wenn es dann auf einer Bahn liegt und von den anderen ein bisschen weg. So, hier sind wir ja schon durch. Hier noch nicht so ganz. Das ist aber ganz schön große Schwarte, Halleluja. So, passt einigermaßen. Den Rest kann man dann so mit dem Ladewagen dann machen, würde ich sagen. Ja, dann holen wir das gute Stück mal, ne? Jetzt bin ich echt mal gespannt hier. Jetzt, eigentlich müsste ich noch ein bisschen Silage in die BGA füllen. Spricht nur 10, ne? Oh, bin mir noch. Ach, warte mal, ich glaube, ich muss das erst leer machen, weil das ist ja... Das habe ich ja noch gar nicht leer gemacht, fällt mir gerade so ein. Puh. Da war ja was, ne? Mal gucken, wie viel Silage ist denn da noch drin. Ich glaube, es ist eh nicht mehr so viel. 60.000 Liter oder sowas, was da noch waren. Aber das geht eh nicht alles in die BGA rein. Na gut, vorne liegt auch noch einiges. Vielleicht, wenn wir Glück haben, kriegen wir es jetzt gleich leer. Da habe ich ja gar nicht mehr dran gedacht, ne? Sie fix.
Ja, aber guck mal, das ist nur noch das kleine Häufchen da hinten. Das ist ja. Ist ja gar nichts. Gar nichts ist das. Jetzt kann ich die Geräte zwar nicht mehr ganz so gut stellen. Also, zumindest angebaut. Aber wir bekommen ja oben noch ein bisschen Fläche, ne? Wenn wir da den Stall hinbauen. Von dem wir immer noch nicht wissen, welcher Stall es sein wird. Ihr habt ja noch nicht mal, das wollte ich schon sagen, an der Umfrage teilgenommen, aber das geht ja hier dank YouTube nicht mehr. Lass mal gucken, könnte ich vielleicht mal eine Facebook- oder eine Insta-Umfrage machen. Ha. Achso, laut dem Update von dem komischen Dingskirchen sollte es jetzt irgendwie für mehrere. Aber für hier geht es immer noch nicht. Ist ja gut. Die Schaufel geht immer noch nicht. Das ist ja gut. Wie viel sind da noch drin? 50.000 Liter? Ja, ich glaube, das liegt da alles an dem Rand da drin. Jetzt machen wir es gar leer und dann schreiben wir uns das mal auf und dann mache ich das mal weg. Warte mal. So, eigentlich. Er muss trotzdem wenden. So, scheiße. Ich dachte, ich kann da vielleicht einen im Schwung rumfahren, aber das ist alles sehr knapp. Zu fix. Ja, da wäre ich 10-mal schneller rückwärts ausgefahren. Gottes Willen, und dann muss ich auch nach oben ranschieren. Alles jetzt wieder daneben gekippt, ja. Sehr gut. Ja, der Ticker ist schon sehr klein von der BGA hier. Da muss man schon echt aufpassen. So, und schon ist es wieder leer, ne? Fazzi, fazzi. So, weil davon kriegen wir ja nichts mehr, oder? Nee.
GPS Fisch. Weißt du, was ich mache? Das gibt's. Die fressen doch's doch auch, oder? Die Frage ist, wie. Wie mache ich das weg? Also, normalerweise würde ich den Boden angleichen, aber das will ich nicht, weil der Boden ja da sehr krumm und bucklig ist und ich finde das voll cool. Okay. Aber vielleicht kann ich... Ach ja, ich hätte... Okay, also das ist auch nicht so die wahre Lösung. Also, dann würde ich sagen, wo kriege ich das denn los? Ich weiß, wo ich es loskriege. Ich habe eine Idee. So, pass mal auf. Nein, ich schütte das jetzt nicht in den Wald, sondern ich, Gott. Sondern ich kippe das hier nämlich auf das Feld drauf, weil das muss ich sowieso hier pflügen oder unterkörpern oder so. Dann ist es weg. So einfach ist es. Gut, dann machen wir uns jetzt mal im Ladewagen auf den Weg. Und dann... So. Ach nee, warte mal, bevor wir uns mal im Ladewagen auf den Weg machen. Jetzt mal erstmal... Das Silo klar machen. So. Ich wollte es ja eigentlich nur da erstmal abstellen. Oh Gott. Jetzt da schon an der Tür hängen geblieben? Sie fix. So. Da muss ich aber den Frontladerstück runter machen, sonst bleibe ich nämlich voll im Tor hängen. Dann bleibe ich halt nicht wegen der Höhe hängen, sondern wegen der Breite. Ah, oh Gott.
Das will ich aber eigentlich gar nicht. Also mit Frontlader hier einzufahren ist jetzt nicht die beste Idee, die man so haben kann. Okay, ich verstehe. So. Aber bevor wir hier los können, zwei Sachen. Also 47.545 Liter. Das muss ich mir eben notieren, weil die Sieb und so. 47.555. Okay. Habe ich mal aufgeschrieben. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal das Landschaftstool. Aber bitte hier mal. So. Und so, aber. So. Gut, da drüben schaut jetzt auch noch ein bisschen was aus. Also jetzt machen wir da mal noch ein paar Matschflecken rein wieder. Oder war die Matschpappe? So. Gut, jetzt ja. Schaut's wieder wie ein wie schönes Silo aus. Da drüben ist jetzt auch noch ein bisschen Matschepampe, hier oben. Keine Ahnung, ob das hier gut geht. Das werden wir dann schon sehen, hier, wenn wir das da drüben leer machen. 52% schon gegärt. Alter, das geht echt schnell. So, aber in der nächsten Folge machen wir uns hier los mit dem schicken Gespann hier und werden mal ein bisschen Grassilage holen. Derweil sage ich vielen Dank fürs Einschalten, Däumchen da lassen. Wir hören und sehen uns. Adios.